Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Schaff Recht mir Gott und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk, von frevelhaften, falschen Menschen rette mich. Gott, du bist meine Stärke, warum denn willst du mich verstoßen? Was muss ich traurig gehen, weil mich der Feind bedrängt? Send mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie zu deinem heiligen Berg mich leiten und mich führen in dein Zelt. Dort darf ich zum Altare Gottes treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Dann will ich dich mit Harfenspiel lobpreisen, Gott, mein Gott. Wie kannst du da noch trauern, meiner Seele? Wie mich mit Kummer quälen? Vertrau auf Gott, ich darf ihn wieder preisen. Er bleibt mein Heiland und mein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Johanni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tipi Pater, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Opere, Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virgine, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Johannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et pater. Orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuo ad nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur inter. Ost ende nobis domina misericordiam tuam, et salutare tuam da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spirito tuum. Oremus, lasset uns beten. Herr, wir bitten dich, nimm unsere Sünden von uns weg und lass uns mit reiner Seele ins Allerheiligste eingehen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Herr, wir bitten dich, durch die Verdienste deiner Heiligen,
deren Reliquien hier ruhen, sowie aller Heiligen. Verzeih mir gnädig alle Sünden. Introitus. Herr, schau auf deinen Bund. Verlasse deine Armen doch nicht ganz und gar. Erhebe dich, o Herr, und führe deine Sache. Vergiss doch nicht das Flehen derer, die dich suchen. O Gott, warum verwirfst du uns gänzlich? Warum wütet dein Zorn gegen die Schäflein deiner Weide? Herr, schau auf deinen Bund, verlasse deine Armen doch nicht ganz und gar. Erhebe dich, o Herr, und führe deine Sache. Vergiss doch nicht das Flehen derer, die dich suchen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, gib uns Wachstum im Glaube, Hoffnung und Liebe. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Bonne voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenita, Jesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollit
mortis peccata mundi, miserere nobis. Vitolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exterram patris miserere nobis, quoniam tu solo sanctus, tu solo dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe. Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum et cum spiritu tuum. Oremus. Dominus vobiscum et cum spiritu tuum. Allmächtiger, ewiger Gott, gib uns Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe. Und damit wir zu erlangen verdienen, was du verheißest, lass uns lieben, was du gebietest. Wir bitten dich, o Herr, schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele. Und auf die Fürbitte der seligen und glorreichen allzeit jungfräulichen Gottesmutter Maria, sowie des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, der heiligen Jungfrau Maria und aller Heiligen, verleihe uns gnädig Heil und Frieden, auf dass deine Kirche nach Überwindung aller Hindernisse und Irrtümer in ungestörter Freiheit dir diene. Wir bitten dich, o Herr, lass deinen Dienern das Geschenk deiner himmlischen Gnade zukommen, damit allen, denen die Mutterschaft der seligsten Jungfrau Maria zum Anfang des Heils geworden, die Gedächtnisfeier ihrer Geburt den Frieden vermehre. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli, Apostoli ad Galatas. Brüder, dem Abraham und seinem Nachkommen sind die Verheißungen gegeben worden. Gott sagt nicht, und deine Nachkommen in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl, deinem Nachkommen, nämlich Christus. Damit will ich aber sagen, das von Gott rechtskräftig gemachte Testament kann durch das Gesetz, das erst 34 Jahre später gegeben wurde, 430 Jahre später gegeben wurde, nicht ungültig gemacht werden. So
dass die Verheißung hinfällig würde. Denn käme das verheißene Erbe durch das Gesetz, so käme es nicht mehr Kraft der Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch die Verheißung verliehen. Wozu aber dann das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen nachträglich aufgestellt, dem die Verheißung galt. Durch Engel angeordnet ist es durch die Hand eines Mittlers gegangen. Einen Mittler aber gibt es nicht. Wo es sich um einen einzigen handelt. Gott aber ist nur einer. Ist also das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Keineswegs. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das Leben verleihen könnte, käme in Wahrheit die Rechtfertigung aus dem Gesetz. Allein die Schrift erklärt, dass alles der Sünde verfallen ist, damit die Verheißung den Gläubigen zuteil würde, aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Deo gratias. Herr, schaue auf deinen Bund, vergiss nicht deine Armen ganz und gar. Erhebe dich, o Herr, und führe deine Sache. Sei eingedenk der Schande deiner Knechte. Halleluja, Halleluja. O Herr, zur Zuflucht bist du uns geworden. Von Geschlecht zu Geschlecht, Halleluja. Reinige mein Herz und meine Lippen, allmächtiger Gott, wie du einst die Lippen des Propheten Jesajas mit glühendem Stein gereinigt hast. Reinige auch mich in deinem gnädigen Erbarmen und lass mich so dein heiliges Evangelium würdig verkünden. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samaria und Galiläa. Als er in einen Flecken kam, begegneten ihm 10 Aussätzige. Sie blieben von Ferne stehen und riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Da er sie sah, sprach er: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Während sie nun hingingen, wurden sie rein. Als aber einer von ihnen sah, dass er rein sei, kehrte er um und lobte Gott. Mit lauter Stimme. Er fiel ihm zu Füßen aufs Angesicht und dankte ihm. Denn die Pforten der Hölle werden sie nicht. Dieser war ein Samariter. Jesus aber fragte: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind denn die übrigen 9? Hat sich also keiner gefunden, der zurückkäme und Gott die Ehre gebe als dieser Fremdling?
die Obrigkeit, nichts die Menschen. Da sprach er zu ihm, steh auf und geh. Natürlich. Dein Glaube hat dir geholfen. Was die Obrigkeit bestimmt gegen unseren Glauben und Los, Tibi Christe, durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Das ist tatsächlich nur von der Obrigkeit ausgegangen.